Also. Und wir stellen einfach mal den nächstbesten. Und das sieht doch schon mal interessant aus. Und wir gucken uns jetzt erstmal um. Was ich jetzt ein bisschen komisch finde, ist, dass Kanalisation schon komplett aufgedeckt war. Aber wir sehen, wenn wir hier hochkommen. Mensch, hier war nur doch. Und da hinten ist auch nochmal einer. Trotzdem ist es immer gut, hier und da mal die Leitern hochzugehen, weil es gibt den einen oder anderen versteckten Weg. Beziehungsweise so hier und da mal so einen Raum in einem Gebäude, in das man dann tatsächlich nur über die Kanalisation reinkommt. Deswegen kann man immer mal gucken. Man muss es jetzt nicht so wie ich übertreiben, aber ich mach's trotzdem mal. Hier unten sehen wir drei tote Maulwurfsratten und drei gleich tote Maulwurfsratten und einen bereits toten Ghoul. Man sieht auch, die Ghule haben Probleme mit Lucifer. Na komm, Blocky. Kleiner Dogmeat. Komm, lauf. Was ich ja zum einen sehr schön. Ach so, sind sogar so vier. Was ich zwar zum einen schön finde an dem Spiel ist, dass es rundenbasiert ist. Dass ich sehr gerne auf diese Art und Weise rundenbasierte Spiele spiele, aber andererseits kann sich der Kampf durch unnötig in die Länge ziehen. Besonders wenn man zu viele Gegner auf einmal hat. Aber auch so. Your connection to the server has been terminated. Das finde ich denn eher weniger positiv. Gucken wir mal. Vielleicht hat ja der Ghoul sogar was Interessantes bei sich. Ein Rösti! Ach, hier heißen sie ja noch gar nicht Rösti. Elektrogabe. Ist eine Nahkampfwaffe, die mit Energiezellen betrieben ist, die den Gegner schön Schaden zuführt. Apropos Schaden, Gegner. Ich hoffe, ich denke mal dran in der nächsten Zeit. Jetzt, wo ich es auch sehe. Ein paar neue Todesanimationen, die wir noch nicht kennen. Also Animationen nicht, aber halt Leichen, die wir jetzt so noch nicht gesehen haben. Leichen. Genau, was interessant wäre, irgendwann mal in Zukunft einen Flammenwerfer zu kaufen. Weil damit gibt es recht lustige Todesanimationen, wie ich finde. Wenn so die Gegner schreien, brennt im Kreis rennen und zu einem Häufchen Asche zerfallen. Und willkommen in der eigentlichen Necropolis. Hallo, Anführer. Danke, dass du nicht zuerst geschossen hast. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, ich suche Wasser, ne? Die Oberfläche von Necropolis und das Wasser werden von Zed und seinen Ghouls kontrolliert. Wir sind viel friedlicher und das widert sie an. Wer ist denn dieser Zed? Zed ist ein Ghoul wie er, aber er hat in der Welt da oben eine gewisse Macht erlangt. Er ist ein Trampel. Warum lässt er euch hier unten leben? Er spricht nicht darüber, doch Zed hat Angst, nicht genügend Leute zu haben, um Necropolis zu verteidigen, wenn es nötig wird. Deswegen gibt er uns so viel Wasser wie nötig. Wo kommt denn das Wasser her? Ich brauche Wasser für meine Leute. Ich suche ein Deutsch. Wo kommt denn das Wasser her? Wir wollen mal nicht so ganz. Bis vor kurzem haben wir Wasser aus der Erde gepumpt mit einer Pumpe von der Wasserstelle. Bis vor kurzem?
Ich habe vor kurzem Gerüchte gehört, dass jemand die Kontrolle über die Wasserstelle übernommen hat. Doch aus deinem Grund werden uns die Informationen immer noch zugeteilt. Okay, wie komme ich denn zu der Wasserstelle? Die Wasserstelle liegt nördlich. Du musst den Abwasserkanal dorthin. Du willst uns doch nicht den Steuerchip wegnehmen? Gut, vielleicht hätten wir ihn vorher doch auf den Steuerchip ansprechen sollen, dann würde das jetzt ein bisschen Sinn ergeben. Aber meine Leute brauchen den Steuerchip. Wenn du uns den Steuerchip wegnimmst, werden wir alle sterben. Da unsere Wasserpumpe kaputt ist, brauchen wir ihn zu überleben. Also du und dein Volk, ihr kümmert mich überhaupt nicht. Könnte man eure Pumpe reparieren, wir sind doch barmherzig. Das kann schwierig werden. Die Teile, die zur Reparatur benötigt werden, gingen im Abwasserkanal unter der Wasserstelle verloren. Warum ist das so schwierig? Der Abwasserkanal ist voll mit Monstern und keiner meiner Leute, die ich rausgeschickt habe, um sie zu holen, ist zurückgekehrt. Bist du bereit, die Teile zu holen, damit die Wasserpumpe repariert werden kann? Ja, wenn ich dafür den Chip kriege, machen wir das doch. Ja. Ja. Danke, wenn du die Teile hast, komm wieder her. Es ist möglich, dass ich dir weiterhelfen kann. Gut, das heißt, wir sollen erstmal die Teile holen und dann mit ihm reden. Also hier hätten wir jetzt in der Acropolis mehrere Optionen. Wir könnten tatsächlich losrennen, den Wasserchip klauen, abhauen und die Gutsführung verdursten. Wir können aber auch die Pumpe reparieren. Wir könnten uns allerdings auch, ich glaube, Set anschließen. Ah, schon lange her. Ich muss mal gucken, dass wir Set finden und erstmal mit ihm reden. So, das meinte ich zum Beispiel. Hier finden wir so einen kleinen Game Gang. Wache der Ghoul Gang. Aber kein Anführer der Ghoul Gang. Warte, wo sind wir? Ah, hier scheint nicht viel los zu sein. In dem Teil von Necropolis. Ja, und einige oder die meisten Teile, oder eigentlich alle Teile von Necropolis, kann man halt nur über die Kanalisation erreichen. Halt. Das wollte ich. Nein. Ich weiß jetzt leider nicht, was der Shortcut für die Karte war. Okay. Also die Stadt wurde komplett weggebombt, wenn man so will. Und das Einzige, was übrig ist, sind die Kanalisationsgänge. So, was wir jetzt machen müssen, ist Ersatzteile für die Pumpe zu finden. Und da wir überhaupt keinen Anhaltspunkt haben, wo diese Ersatzteile zu finden sind, gucken wir uns erstmal einfach um. Und da wir jetzt erst auf Ratten treffen, killen wir sie. Und da wir auch schon die Warnung bekommen haben, dass es hier unten gefährlich ist und schon jemand vermisst wird, der die Einzelteile für die Pumpe bei sich hatte, liegt ja die Wahrscheinlichkeit aber auch nahe, dass der besagte Ghoul, so wie seine anderen Freunde, irgendwie den Monstern zum Opfer gefallen ist. Was für uns nichts anderes heißt als Leichen abklappern. Und vorher natürlich die Monster aus dem Weg räumen, logisch. Wir dürfen also Leichenplünderer spielen. Yippee! Schweinebacker. Your connection to the server has been terminated. So, die Thomas, nee, das war nur Schrott. Das war noch keine Leiche. Dann gucken wir mal hier. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Und der ist tot.
und wir haben ein Level. Es hat tatsächlich für das Level abgereicht. Super. So, wir gehen erstmal volle Kanne auf. Nicht ganz auf Energiewaffen. Was? Ach. Die letzten Punkte würde ich schon ganz gerne in Stehen noch rein investieren. So, dann haben wir das auch gemaxt. Und dann können wir als nächstes die, eine. Da haben wir schon die erste Energiewaffe, eine Plasma-Pistole. Nehme ich aber aus Prinzip nicht mit, weil. Also unnötig schwer, viel tragen können wir eh nicht und, macht nicht so viel Damage und, geskillt haben wir es eh noch nicht. Wir sind ja dabei. Also vor 70, 80 brauchen wir noch nicht anfangen, Waffen zu. Der entsprechenden Gattung zu tragen. Bringt eh nichts. So, da war die Leiche nicht mit bei. Wir gucken uns weiter um. Und wir haben hier an dieser Stelle, was ich meinte, einen Raum gefunden, den man tatsächlich nur über die Kanalisation kommt. Was auch immer sich die Erbauer dieses Hauses, die Architekten dabei gedacht haben. Vor allem, wer baut einen Raum, in dem man nur über die Kanalisation kommt und wer stellt da Schränke und alles rein? Was man eben auch noch gesehen hat, waren bewaffnete Ghouls. Das da oben war nämlich Seth Spandon und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir über den anderen Ausgang direkt zu denen hin können. Hier unten war ja noch ein Ausgang. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir auf derselben Map landen. Dann könnte man ja mit Seth erstmal reden. Ein sehr drolliger Zeitgenosse. Auf jeden Fall. Jemand, den man kennenlernen sollte. Nanu? Ja, du sollst nicht nur die Leiter angucken, du sollst auch die Leiter benutzen, Freund. Ach ja, genau, hier war Cool and the Gang. Die tun uns nichts. Ja, wir sind auf derselben Map. Wäre ich mal gleich rausgerannt. Zum Gucken vorhin. Egal. Halt auch ein Ort, den man schnell verpeilt, wenn man nicht auf die Idee kommt, hier ein bisschen rumzurennen. Und dann sind die besagten Glühwürmchen von vorhin. Verschwinde! Du bist hier nicht willkommen! Ich muss zwar aber rein, kannst du mir helfen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Wir mögen hier keine Typen wie dich. Ist ja klar. Lässt du mich trotzdem rein? Ja. Lalala. Ignorieren wir einfach mal die Drohung und die Warnung. Und? Hoffentlich hast du einen guten Grund, mir im Weg zu stehen. Guten Tag, Seth. Sagt dir der nächste bitte was? Nome? Einen sehr guten sogar. Offenbar habe ich den Anführer gefunden. Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Wow, du bist schon ganz schön hell für einen Ghoul. Ob das so clever ist, ihn zu beleidigen, weiß ich nicht. Easy. Ich bin Seth. Ich bin der Boss hier, kapiert. Soweit ich weiß, bist du eine Zeit rein Günstling. Wie gesagt, also ich würde Seth an dieser Stelle doch ganz gerne leben lassen. Einfach, es ist besser für Necropolis. Gut. Die Mutanten an der Wasserstelle sollen unter der Erde schlafen. Das tönt mich echt an. Mach sie kalt und du machst mich heiß. Kriegst auch Infos. Ja, gut, lasse ich jetzt mal unkommentiert. Sehr gut. Zeig's den Mutanten ein letztes Mal, dann komm zurück. Wenn ich den Ghouls sage, sie sollen dir nichts tun, riechen die Mutis Lunte. Na gut, ich tu dir den Gefallen. Ich halt's Maul, kapiert? Mit anderen Worten.
Er wird seinen Ghouls nicht sagen und die werden uns weiterhin angreifen. Meide meine Ghouls, wenn dir dein Leben lieb ist. Ein Ghoul, der ein Normalo nicht aufhalten kann, hat einen Grabstein verdient. Versuch mal dein Glück.